Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Das wird heute eine normale Aufnahme, also sprich nicht ganz so eine lange. Ich habe einiges an Feedback bekommen, speziell meine Lautstärke und das Rauschen wurde kritisiert. Feedback brauche ich definitiv. Deswegen habe ich einige Änderungen vorgenommen und um jetzt die Spielstände nicht irgendwie ewig zu verhauen und vielleicht nicht so einen riesen Cut auch in den Videos drin zu haben, habe ich mich entschieden, ja, vielleicht so 15 Minuten, 20 Minuten am Stück jetzt einmal zu drehen und nicht so eine lange Folge. Jo, dann gucken wir doch mal. Wir haben auf jeden Fall immer noch das Problem, dass uns Werkzeuge fehlen. Ja, schauen wir mal. Genau, ich habe hier, hatte ich alles eingepackt gehabt, habe alles hier oben, kann also eine Kochstelle platzieren. Das werden wir doch auch gleich mal machen, heute Nacht. So. Ja. Jetzt muss ich gerade überlegen. Wie war denn das? Campfire, genau, stimmt, so heißt das. Kann ich mir nämlich schon mal ein bisschen Tee herstellen. Das ist ein bisschen effektiver als so wie ich es eben gemacht habe. Mit dem Wasser nur. Das haben wir dabei. Wasser fehlt uns noch. Nehmen wir doch erstmal. Ach, Wasser hatte ich ja. Okay, die 9. Das was verbrennen. Hier haben wir auch dabei. Das wird, glaube ich, nämlich ein bisschen länger dauern. 4:30. Damit werde ich auf jeden Fall auch ein paar Zombies anlocken. So, das ist dann schon mal. Essen habe ich ja genug. Hattet ihr in den letzten Folgen gesehen. Ich habe hier nebenbei ja so einen Supermarkt. Das war recht hilfreich. Ich werde auf jeden Fall noch mal so ein Storage machen, um mir das hier mal ein bisschen ordentlicher zu sortieren. Ah, warte. Das geht natürlich noch nicht. Ein bisschen Holz herstellen. So, genau. Ich könnte für Food könnte ich auch noch eine herstellen. Das machen wir auch gleich. Auf jeden Fall. So, ich will mal gucken, dass ich natürlich jetzt am kommenden Tag, der gleich einbrechen wird, ein bisschen brauche ich es ja noch, mal endlich mal ein Werkzeug finde. So, dann platzieren wir doch mal alles, was so ein bisschen mit Essen zu tun hat. Das nicht wirklich, aber ich lege die trotzdem meistens da erstmal ab. Essen muss ich noch mal ein bisschen was. Und die Wellen ist auch ein bisschen nach oben bringen. So, dann kommen die nämlich dazu, die schmelze ich im Zweifel noch mal ein. Aber falls ich noch mal eine, so eine Kiste herstellen möchte, habe ich dann das gleich parat. Deswegen mache ich es nicht immer sofort und auf den Eisenbahnen kommt es dann auch nicht drauf an. So, Essen. Dasselbe. Nee. Hier haben wir noch Eier. Die packe ich auch immer zum Essen dazu. Kaffee. So alles, was so im entferntesten Sinn ist, hat jetzt auch nicht wirklich was mit Essen zu tun. Ich weiß trotzdem dann, wo ich es nachher finde. So, in der Nacht kann man eh nicht so viel machen. So, Eier. Das kommt doch zusammen, genau. Zack, zack. Wir werden hier schon mal ein Tee reinziehen in der Nacht. Das ist auch kalt meistens nachts. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal voll. Dann brauche ich mir am nächsten Tag keine Gedanken dazu machen. Zack. Die werden alle hier platziert.
Was brauchen wir hier nochmal? Einen einfachen Verband, das kriegen wir doch auch hin. Bandage. Machen wir gleich mal ein paar. Gerade Medizin braucht man ja meistens nicht in stressfreien Situationen. Da will ich dann nicht lange überlegen müssen, an welche Kiste ich eigentlich muss, um irgendwelche Tabletten oder Antibiotikum zu nehmen. Und dann hatten wir auch in der letzten Folge ja ein interessantes Gebäude entdeckt. Wie gesagt, ich hatte es noch nie gesehen und gehe davon aus, rein optisch, dass das eine Bibliothek ist. Und da lassen wir mal lieber zwei dabei, wer weiß. Und bin mal gespannt, ob sich meine Theorie bestätigt. So, Kaffee haben wir auch noch übersehen gehabt eben. So, und das kommt so ein bisschen ins Sonstiges, wenn ich denn Platz dafür habe. So, einschmelzen können wir auch eigentlich bald mal mit anfangen. Ja, falls ich mir hier oben auch noch ein Beet anlege, werde ich auch das nochmal behalten. Die kommen zusammen, die Klamotten, kann ich mal gucken, ob ich gleich noch Zeit habe, mir auch noch ein bisschen was herzustellen. That Movie Pair brauche ich noch nicht. Trinken nehme ich das mit. Ich glaube nicht, das müsste ich eigentlich so gut mit hinkommen. Ja, das lassen wir so. Das packen wir hier noch mit rein. Tee hatten wir noch nicht, genau. 4:20 schon und fertig. Das ging ja dann doch schneller. Ja, mit 8 kommen wir auf jeden Fall schon mal ein paar Tage. Achso, ein paar Getränke habe ich. Ich habe es immer anders sortiert, deswegen sehe ich das gerade nicht so auf den ersten Blick. Ich gehe mal das Risiko ein, dass ich keine Medizin brauche. Und mal gucken. Bisschen was an Rüstung packe ich mir noch Hands. Ich mache mir noch was für die Hände. Hauptsache. Gucken. Ja, ich mache die schnell. So, und dann kann ich nämlich auch schon langsam runtergehen. Doll, aber gut. Wir haben den dritten Tag. Wir haben noch gut Zeit, bis die Horde kommt. 103 Pfeile, das ist auch ganz okay. Irgendwie habe ich gar keine Zombies heute Nacht angelockt. Ist auch nicht verkehrt. Hier, genau. Fackeln kann ich noch mal ein bisschen mehr herstellen, denn es ist hier nicht ganz so dunkel. Und wir gehen jetzt schon mal langsam runter. Und das ist ja echt stockduster, ja. Alter Schwede. So, hier war ja unser Weg nach unten. Den ich irgendwie jetzt gar nicht so gut erkennen kann. Oh Mann. Das müsste doch... Ja. Gut gehen. Das ist aber auch noch dunkel. Meine Herren, hier, das nehme ich jetzt schon mal weg. Muss ich eh nochmal aufbessern. Also spätestens wenn die Horde kommt, muss das hier anders aussehen. Aber wie gesagt, 3 Tage bleiben wir da noch. Jetzt ist draußen auch ein bisschen heller. Ich muss nochmal kurz orientieren. Ich glaube hier irgendwo stand das Gebäude doch, oder? Ich glaube, hier hinten hatte ich es doch gesehen. Wenn ich jetzt rechts gehe... Jo. Hier waren auf jeden Fall aber noch ein paar Zombies. Untouched, das nehmen wir mit. Das wäre jetzt mit dem Werkzeug zu schön gewesen. So, das packen wir nochmal mit ein.
Zombies? Was ist denn hier los? Ich pack in der Regel immer erstmal alles ein. Und wenn ich dann nachher feststelle, dass ich irgendwie Platz brauche, weil ich irgendwas anderes Tolles gefunden habe, schmeiße ich es dann raus. Sehr gut. Da war schon mal ein Hase, der es nicht ganz geschafft hat. Jo, eine Schaufel. Die haben wir auch gesucht. Die brauchen wir auf jeden Fall, um die Verteidigungsmauer aufzubauen. Das ist sehr hilfreich. So, dann gucken wir uns doch mal dieses schöne Gebäude hier an. Keine Bibliothek, oder? Kann man das schon irgendwo erkennen? Ich habe das mal auf Steam auf einer Übertragung gesehen, dass schon mal jemand in dem Gebäude war. Ich glaube, das ist ein Gefängnis, oder? Ich glaube, hier kommen nachher noch Gefängnisräume. Sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Aber. Jawohl. Eine Pistole schon mal. Das Papier nehmen wir jetzt noch nicht mit. Sag mal, wie gehe ich denn? Ich nehme die mal mit. Die werden ja bestimmt auch ordentlich brennen. Gucken wir mal kurz, aber ich glaube bestimmt auch 244. Ja. Genau so wie die anderen. Okay, alles klar. Ich gehe erstmal. Ganz einfachen Wege, hoch noch nicht. Also gehen wir erstmal hier rein. Was für denn hier? Ah, die Medizin? Nicht. Naja. Naja. Ist halt so, ne? Die Wege, die offen sind, die sind dann meistens auch nicht so lohnenswert. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Auf. Und hier ist bestimmt ein bisschen mehr drin. Hier ist bestimmt auch Medizin drin, weil ich musste ja was tun. Jawohl, Anabolika. Rein theoretisch einmal infiziert werden könnte ich schon mal. So, hier ja, ist natürlich locked. Mal gucken, ich. Wie gesagt, ich mache erstmal das Einfache. Weil mit meinem Werkzeug komme ich da jetzt irgendwie aktuell auch nicht so weit, gerade wenn es hier Steinwände sind. Was ist hier erstmal so ein Schulungsraum? Okay. Nee. Buch. Also ich muss auch gestehen, also bis auf dieses Forge-Buch kann ich mir auch nicht merken, ob ich das schon mal gelernt habe oder auch nicht. Das kennen wir ja. Dann kommt das schon mal weg. Ich sortiere mal gerade ein bisschen. Ich habe doch was auf dem Kopf, oder? Ja. Aber bringt das mehr? Nee, ist genau fast genauso, oder? Hä? Keine Fan. Achso, ist genau so. Ja, dann weg damit. Glas brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Komm. Nägel, ja. Also wenn ich das Werkzeug finde, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Das ist gut, aber ich glaube, als Waffe nicht zu benutzen. Das hatte ich glaube ich, ne? Ja. Ach, ist auch egal. So, dann schmeiße ich das weg. Aber was macht die an Schaden? 7, muss ich mit Nahkampfwaffen auch nicht totschlagen. Die ich habe, ist glaube ich schon ganz gut. Könnte mal wieder repariert werden, dann macht sie nochmal ein bisschen mehr Schaden. So, die ist auch gesperrt. Also gehen wir hoch. Und keine Zeit verlieren. Okay, die sammle ich ein. Ist ja eh eine Position. Also, brennen. Stoff brauchen wir auch schon mal keine Sorgen mehr machen. Da
steht schon mal ein Koffer, den sehe ich. Gucken, da ist bestimmt auch ein bisschen was Besseres drin. Da ist doch ein Tresor auf jeden Fall. Okay. So, wieder, also Essen, also das ist ja nun gar kein Problem für mich hier, wa? Schon so viel auf Lager. Da. Handlingwürfel, ja, das wäre auch noch eine gute Nahkampfwaffe, aber ich glaube nicht so gut wie meine, die ich jetzt eh schon habe, weil ich vom Level her noch relativ niedrig bin. Was soll das hier darstellen? Hä? Okay. So, ein paar Patronen, genau. Oh, sehr schön, sehr schön. Das gönnen wir uns doch auch gleich mal. Also wie eine richtige Polizeiwache sieht das ja auch nicht aus. Und diese 30 Sekunden im Erwarten, ja, gucken wir mal. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass da auch nicht immer tolle Sachen drin sind. Weil eigentlich, ne, wenn man hier so 30 Sekunden warten muss, denkt man ja, da muss ja jedes Mal was Gutes drin sein. Pustekuchen. Auf keinen Fall, so. Nehmen wir auf jeden Fall irgendwie erstmal alles mit. Aber ich glaube nicht, dass das so riesig. Achso, mal gucken was. Ja, okay. Nee. Nicht überlebenswichtig. Hier einsammeln. So, hier ist. Oh oh. Hier drin? Hallo? Schwester? Da ist keine. War die draußen? Da hinten läuft eine. Oh. Die muss ja eigentlich hier sein, ne? Ob ich hier. Ich muss ja mal einen Pfeil verschießen, nicht, dass wir hier eine Folge haben, wo ich nichts mache. Also hier von rechts ist da schon mal irgendwas. Wieso treffe ich den denn wieder nicht? Also so weit ist es ja nur auch nicht. Oh, jetzt läuft er anders. Ach, dann. Den schnappen wir uns später. Aber wo die Schwester, die war doch. Hat sich doch gerade so dicht angehört. Gefühlt kann die hier aus dem Raum. Kartoffel ist gut. Wobei, ja, Kartoffel ist nicht das Wichtigste, was ich suche. Auch hier wieder im ganzen Gebäude. Hä? Wann habe ich das denn? Ah, so rum. Im ganzen Gebäude. Ach doch, die Schaufel habe ich. Wollen wir nicht unzufrieden sein, ne? Ab. So, irgendwie, ich glaube, das reicht. Damit kann ich ja irgendwie erstmal bis zum 30. Tag, glaube ich, brennen. Ne? Wir haben jetzt 33. So, mal kurz sortieren. Hier, Tretbomben brauche ich, glaube ich, nicht. Das brauchen wir nicht. Wir machen die so kalt. Ja, ich könnte schon mal einmal die Schippe ein bisschen reparieren. Dann haben wir zumindest einen Platz mehr. Viel einsammeln kann ich eigentlich nicht mehr. Dann muss ich nämlich schon wieder ins Lager. So, hier oben sind dann halt quasi nur noch die Metalltüren, wo ich jetzt irgendwie auch nichts für vergeuden möchte. Achso, ja, die Treppe war hier hinten. Also, hätte ich auch andersrum laufen können. Ja, und so vergeudet man Zeit, ne? So, jetzt wollen wir doch mal. Das will ich doch nochmal. Ich muss doch schießen können. Was ist denn los hier mit Pfeil und Bogen, ey?
Den habe ich auf jeden Fall getroffen. Oh, geh doch. Bleib stehen. Minion. Da, so, das war gut. Ja, der wird jetzt schon aggro. Ja, jetzt hat das. Ich glaube, ich habe den nicht. Ich bin jetzt einmal nur mit so einem. Ne, keine Chance. Bin zu dusselig. Ich muss darauf warten, dass ich hier die Ambos kriege. Wobei, ich könnte auf jeden Fall heute Nacht. Ein bisschen Eisen habe ich ja schon. Eine Spitzaxt. Spitzaxt wäre noch gut. Weil den könnte ich wenigstens. So, was habe ich? Dann könnte ich wenigstens mir eine Armbrust machen. Das macht auch Sinn. Oder? Ja. Das müsste ich auch mit den Metz hinbekommen, die ich habe. Ich schaue nur noch mal, dass ich hier ein bisschen was mitnehme. Da hinten läuft eine. Das ist zu klein. Sehe ich doch im Ansatz. So, wollen noch bequem durch. So, sehr gut. Und Federn. Das wäre doch schon mal. Dann haben wir auch noch ein bisschen was für die Armbrust. Und ich gehe, glaube ich, kurz ins Traute Heim, wo hier in der Gegend immer noch sehr, sehr wenig los ist. Das finde ich gut. Ich hoffe, hier lockt nur nicht irgendein Schwein wieder zig Zombies an. Ich finde es ganz beruhigend, dass ich hier erstmal ein bisschen Ruhe habe. Was ich auch machen kann, ist eigentlich jetzt dieses Fettbraten. Dann kann ich heute Abend, wenn ich wiederkomme, noch wieder ein paar Fackeln herstellen, dann ist es nicht so dunkel. So, und na. Achso. Muss ich auch auswählen, ne? So. Hoch, hoch. So, den brauche ich, glaube ich. Ne, hätte ich nicht gebraucht. Was mache ich denn? Irgendwie. Das muss ich mir nochmal anders überlegen, wie ich hier am besten hochkomme, weil ich den brauche ich eigentlich nicht. Gehe ich halt einen etwas längeren Weg. Ach, die Geschichte war das. Okay. Ja. Aber so könnte ich die erstmal liegen lassen, dann komme ich recht zügig hoch und runter. Ja, dann würde ich sagen, wir haben auch wieder 23 Minuten rum. Das passt, sieht erstmal gut aus. Und ich verabschiede mich mit der Folge Prüfe meinen Sound. Ich hoffe, das ist besser geworden. Wie gesagt, also viel Feedback bekommen. Erstmal herzlichen Dank dafür, hat mich sehr gefreut. Aber natürlich explizit auch der Hinweis darauf, dass die Soundqualität nicht so gut war. Und das hoffe ich, mit diesem Video ein bisschen verbessert zu haben. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, beenden wir das Video und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Also, bis dann. Ciao.